Tore, Emotionen, Ausrutscher. Echte Fußballgeschichte wird nur ganz unten geschrieben. Und je natürlicher das Fußballfeld, desto mehr echter Fußball kann geboten werden. Es ist das Erfolgsgeheimnis des populärsten slowakischen Fußballmagazins Jiná Liga, die andere Liga. Die Kameras werden nur ab der 7. Liga abwärts aufgebaut. Jede Woche Zusammenfassung von 3 Spielen. Hunderttausende Klicks gibt es dann für Szenen wie diese. In Černý Balog am Fuße der niederen Tatra ist eigentlich die Ruhe zu Hause. Es hat sich noch nicht herumgesprochen, dass sie heute im Zentrum des slowakischen Fußballgeschehens stehen. Die Fans hier kennen das Projekt natürlich alle. Dorffußball ist doch etwas ganz Besonderes. Hier erlebt man noch Sachen, die es in den höheren Ligen nicht mehr gibt. Diese echten Emotionen, die dann bei einem echten Derby noch höher schlagen. Die slowakische Torwartlegende Ladislav Molnar interviewt die Spieler vor und nach dem Spiel, analysiert die Mannschaftsaufstellung und was auch neben dem Platz so schief gelaufen ist. Die Idee der anderen Liga kommt von Jakub Bubenik. Über 1 Million Klicks in der 5,5 Millionen Einwohner großen Slowakei. Dieser Erfolg gibt ihm recht. Die Qualität des Spiels ist oft nicht die beste, doch es gibt so viele besondere Momente rund um das Spielgeschehen, die berichtenswert sind. Sie werden sehen, es ist Fußball in seiner natürlichsten Form, kein Topfußball. Aber die Leute interessieren sich eben für die Besten und dann wieder für die ganz unten. Doch hier unten ist es so natürlich, einfach aus dem Herzen. Die Heimmannschaft von Tatran Černý Balog benötigt heute einen Sieg, um sich Aufstiegschancen zu wahren. Doch in der Halbzeitpause liegen sie 1:0 zurück. Eine harte Ansprache des Trainers in der Kabine. Die harten Getränke, die auf dem Tisch stehen, werde es nur bei einem Sieg geben. Doch dann Verwirrung beim Gegner. Das Spiel nimmt regelrecht Fahrt auf. Die Spieler von Černý Balog werden in dieser Situation nicht nervös, außer sie haben gerade einen Einwurf. Das Stadion wurde nah an Schienen gebaut. Fakt ist, der Zug zum Tor ist da. Das Spiel endet 1:1. Doch es geht bei Jiná Liga ja eh um die Geschichten rundherum. 10.000 Klicks gibt's dann auch sofort für ein Duell der Spitzenklasse. Deutscher Reporter gegen slowakische Torwartlegende. Klar, wie es ausgeht. Ist ja eine ganz andere Liga. Super.